Servus und herzlich willkommen zu weiteren Video. Ich muss nämlich das Holz hier verarbeiten. Vorher kann ich nicht offline gehen, sonst ist das nämlich weg. Das, wo neben dem Ding liegt, weißt du? Aber kein Problem. Hier haben wir viel Platz. Das Kreuz noch vor mir oben. Da hätte ich eigentlich viel mehr Bock jetzt drauf, als das außenrum zu machen. Aber wir müssen hier noch zumachen. Hier oben. Da ist er noch. Da ist er noch. Da ist er noch. Ja, das ist immer genial, ne? Lieber fünfmal hochhüpfen und versuchen, den Balken in die Lücke reinzukriegen, bevor dass man sich eine Schräge baut und aufläuft, was viel einfacher ist. Was denn? Es war doch genau gepasst. Hier, zack. Ja, jetzt hast du es ja gemacht. Ja, Jetzt vorher. bist du dreimal hochgehüpft. Ja, war ja kein Problem. Und hast du es geschafft? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Das ist der Falsche. Nein. Doch. Gleich beim Nein. ersten Mal hat es geklappt. Weiß nicht, was du immer siehst. Na, warum hast du denn dann die Schräge gebraucht? Für den Kleinen, den ich oben einsetzen Ja, muss. eben, da bist du ja dreimal Nein, aufgeküpft. bin ich nicht, weil ich nur einen Balken einsetze. Du musst nur aber deine Augen aufmachen. Nein, nein, nein. Doch, doch, ich glaube, du hast ein Bier zu viel. Nein, 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 Ja, du musst doch nicht immer widersprechen. Hundertprozentig. Weil ich ja her, zack, da fällt der hier runter. Ja, Hier, das zack, ich ist, muss gar nicht hochspringen. ja, genau. Mach weiter. Schau her. So, jetzt den kleinen noch. Zack. Ja, mach weiter. Ja, Gut, hier. nochmal. Hopp, Den zack. hier. Da, den kleinen, den Wurzel. Da muss ich hochspringen. Da muss ich, da. Zack. Ja, Fertig. zack, Ja, weiß nicht, was zack, du willst. Schon zack. fertig. Ich bin schon Fertig, fertig. ja. Zweimal hochgehüpft. Ja, ich muss ja erstmal schauen, wo ich hintreffe mit dem Ding. Der ist zu klein. Der war ein anderen. So. So, ich hab ja vorhin gesagt, ich rede nicht mehr mit dir, gell? Ja, selber schuld. Scheiß. Pass jetzt davon. Zack, zack. Ich Depp. Hast genau gesehen, dass es geklappt hat. Du hast vorher nicht genau hingesehen. Und du hättest wohl gern, dass ich rumhüpfe und nichts passiert. Komm, zeig es noch einmal. Ja, hier. Einen habe ich noch. Hier. Schau. Eins. Jetzt nehme ich den guten nicht her. Warte mal. Den lege ich mal hier hin. Und dann nehme ich mir den. Wenn er reinpasst. Zwei. Und dann brauche ich die kleinen. Den hier. Wenn es von unten nicht geht. Doch. Schau. Zack. Den muss ich jetzt hier. Warte, irgendwo habe ich noch einen kleinen rumliegen sehen, oder? Kann das sein? Nö, da war, glaube ich, keiner mehr. Ach, keiner mehr. Nö. Doch. Unter dem. Hier der kleine. Das ist kein. Achso, ja. Das ist ein kleiner, ja. Zack. Ja, jetzt sagst du nichts mehr. Ja, zweimal hüpfen. Ah. Ja, einmal zum Anpeilen. Warum? Schau sogar mit Dachrinne hier. Hey. So, aber den kleinen, das ist ja Feuerholz dann. So, jetzt haben wir ja quasi. Jetzt habe ich irgendwie mehr Bock, den Turm zu bauen, als das da weiterzumachen, weil der wird eine Herausforderung mit dem Kreuz. Da muss man vorher noch dingsen, tricksen. Naja, du brauchst wahrscheinlich da erheblich viele Unterstützungsbalken, die du dann wieder wegmachen kannst. Pass auf. Eins, zwei reichen. Da müsstest du da dann anbauen. Jetzt pass auf. Ja, aber du machst dich schon erst einmal höher, ne? Ich muss erst das Gerüst bauen, sonst kann ich das nachher nicht mehr machen. Stimmt. Also Bau. Vielleicht habe ich Los. hier sogar schon zu früh gemacht. Los, zack, zack, Bau. Wieso? Den kannst du ja da genau und dann nochmal eine Schräge machen. Jawohl. Ja, aber da oben wird es schwer werden, weil der Schräge schon da ist. Ich hätte doch zuerst das Kreuz machen sollen. Geht doch. Ich glaube, Geht das doch. war ein Das wird Fehler. schon. Ich glaube, das war ein Fehler, alles das Dach zuerst zu machen. Wird schon. Ja, ich weiß nicht. Wenn es einen Hubwagen braucht, sag's was. Okay. Und dann kannst du ja dann noch einmal wieder eins hochstocken
und dann Stempel drunter legen und dann kannst du ja wieder eine Schräge legen. So das geht nicht, weil hier die Schräge ist. Verdammt. Warte mal, vielleicht geht's doch. Doch, es geht. Ja, es geht. Eigentlich geht es. Du musst halt klettern wie ein Aff, aber es geht. Ja, Aff bin ich doch, weißt du. Ja. Naja, das wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen. Das hast du jetzt selber gesagt. Ich kann hier keinen rüberlegen, schau. Nach hinten schon, aufwärts nicht, oder? Nee, geht nicht mehr. Doch. Da war gerade was Schräges angezeigt. Das Dach, hier ist doch rot. Nein, oben, wo ist du oben? Oben interessiert es doch nicht, hier brauche ich ihn. Ja, hier brauche ich ihn. Kann doch eh nichts dafür, wenn du dort brauchst. Ach, zu früh gebaut. Das nochmal alles abreißen, habe ich jetzt auch keinen Bock, weil da mache ich halt das Kreuz hier oben und noch höher. Was jeder sieht, oder? Ja, so sollte es sein, ja. Ja gut, aber dann komme ich hier auch nicht ran, weil ich nichts. Warte mal, vielleicht muss man ja bloß. Komm schon. Geht immer noch nicht. Aber dann so. So. Kann ich nicht wegnehmen. Aber gleich. Nee, warte. Machen wir erstmal. Da machen wir halt eine Nummer höher. Das ist doch so richtig mächtig. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Nimm halt erst einmal den lose liegenden. Ich glaube, was ich gemacht habe. Ja, bloß weil ich es gesagt habe. Tja, da bist du das gesagt hast, da war ich ja schon auf dem Dach. Ja, ja, und dreimal runtergefallen, ja, ja. Das noch dazu. Immer schon. Wie willst du das Kreuz machen? Aus Doppelbalken oder einfach nur einfache Balken? Ja, weil das ist schon massiv, Alter. Oh, massiv, hat er gesagt. Jetzt pass auf. Na, ja. Da bin ich ja gespannt. Warum regnet denn das jetzt hier rein bei mir? Was soll denn die Scheiße? Ist alles nass. Wie? So ein Kack. Was hast du wieder gemacht? Quatsch. So ein Quatsch mit Soße. Hat es reingeregnet jetzt? Mit der Soße? Hm. Tja, ohne Soße quatschen. Jetzt pass auf. Habe ich noch so einen Viertelten? Nee, nur noch einen kleinen. Da muss ich einen Stamm öpfen und schauen, ob das geht. So. Hoppala.
Warum geht das nicht? Da geht's. Warum geht's hier nicht? Weil hier kein Zwischenbalken ist, oder was? Leck mich am Arsch, Mann. Lachen Sie nicht. Doch, doch, weil es genau funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kann ich den wieder rausnehmen? Oh ja. Oh ja, das geht. Lass mich mal hier reinhüpfen. Ich jetzt dahin. Abgestürzt. Verdammt. Ich muss genau da ran. Okay, fuck. Wie hast du deinen Schluck auf weggekriegt? Gar nicht. Bett gegangen. Okay. Der ist auch zu früh weggenommen, oder? Warte mal. Hier. Schau hin. Warum habe ich jetzt den Schluck auf? Hast du es gesehen? Wie gut. So ein Schmann. Nein, nein, nein. Ah ja, gut. Das ist kein breites Regenband, das ist gleich drüber gezogen. Dackel Zement, der scheiß Schluck auf. Hey. Kannst du es noch weiter rausziehen, das Kreuz? Nee. Geht es nicht? Nee, es wäre cool, aber es geht nicht. Und wenn du so einen kleinen Unterstützungsbalken hinmachst? Habe ich schon gemacht. Geht dich. Das wirst du schon sehen, es wird cool aussehen. Cool. Bis jetzt ist es genau so, wie ich es haben will. It's cool, man. Bis jetzt wird's, ist es genau. Oh. Und wieder mal runtergefallen. Ja, das ist halt das, wenn man immer ohne Gerüst baut, ne? Naja. Da muss man ja runterfallen. Oh, den muss ich noch wegmachen. So, wenn ich Glück habe, werde ich vielleicht nächste Woche meine Solaranlage bestellen. Ja. Schauen wir mal, ob das mit dem Preis auch passt. Ja, Hauptsache die wann rentiert sie sich denn dann? Wie viele Jahre musst du dann? Also ich habe mal ausgerechnet, 5 Jahre, ja, 4, 5 Jahre. Ja. Geht eigentlich, gell? Ja. 2 Jahre wäre besser. So. Ja, ich muss mich bloß einmal erkundigen, welche Möglichkeiten bestehen, diese Kosten irgendwie steuerlich eventuell absetzbar zu machen. Ja, das ist natürlich, das wäre eine Idee. Ja. Weil dann könnte sich die Amortisation schon im 3. Jahr
bewerkstelligen lassen. Mhm. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Aber da muss ich mich mal mit einem Lohnsteuerberater-Mensch zusammensetzen. Ja, aber ich glaube, als Rentner wird es schwierig, das steuerlich abzusetzen. Ne? Das ist die Frage, wie man es deklarieren kann. Das ist, gute Frage, ne? Ist es Erweiterung, ist es Verbesserung? Ja, muss man sehen, weiß ich nicht auswendig. Und bevor ich da lange im Internet rumsuche, gehe ich lieber mal zum Lohnsteuerberater. Der kann es dir gleich genau sagen. Ob man was machen kann. So. Also du kannst ja zum Beispiel hier Instandhaltungskosten, Reparaturarbeiten am Haus und so weiter, da kannst du ja zum Beispiel die Handwerkerkosten, die kannst du ja ansetzen. Mhm. Und da muss es eigentlich auch eine Möglichkeit geben, wenn ich jetzt die Anlage selber montiert habe oder werde, dass man das dann umrechnet und sagt, so und so viele Handwerkerstunden wären dazu notwendig gewesen, dass ich vielleicht meine Zeit, die ich da investiert habe, als Handwerkerkosten abrechnen kann. Weiß ich nicht. Muss man sehen. Naja, weil Möglichkeiten gibt es garantiert. Vielleicht gibt es so ein Schlupfloch, ja. Also ein Schlupfloch kenne ich ja. Ich auch. Ich weiß schon, was du wieder sagen willst, du Ferkel. Ich doch nicht. Das nimmt langsam Form. 17 Minuten. Nimmt langsam Form und Gestalt an, ne? Ja. Gut. Und ich gehe jetzt einmal erst an den Rauchen. Ja, mach das mal. Und dann schauen wir mal, wie weit das gekommen bist. Das habe ich ja hinter mir mit der Raucherei. Oh ja, ich habe es noch vor mir. Gleich wehgetan hier. Oh, das war aber tief, ne? Ja, habe jetzt nicht gedacht, dass das eben. Naja, der Turm ist halt ein bisschen höher als wie deine Burgmauer, ne? Von der Burgmauer kannst du schön runterhüppen. Oh ja, mal gucken, was Kevin gemacht hat. Boah, richtig gute Arbeit. Hat er alles voll gemacht? Jo, extrem. Das ist ja ein Wahnsinnskerl, der Kerl. Und er gibt sich selbst den Daumen. Jawohl, recht hat er. Gib ihm auch mal einen Daumen. Kriegt eine Kugel, wenn er nicht weitermacht. Na gut, ich komme gleich wieder. Ja, klar, ich gehe ihn erstmal ausruhen. Wir sind ja nicht in einer Demokratie, Kevin. Du worken, ich bauen. Ach, Kurva March. Lass mich runter. Ein Stein in meiner Hand.
So, Kelvin, super Arbeit, aber jetzt geht's wieder los. Du hast dich lang genug ausgeruht. Bin ja begeistert, was du alles so geschafft hast, muss ich ehrlich sagen. Mit deinem Smoking. Jep, alles klar. Und tschüss. Boing. Schauen wir mal, unser Turm hier. Oh, diesmal nicht verletzt. Naja, macht ja nichts. Die Stimme abspeiern, ne? Wäre meine Idee. Dass ihr, aber es kommt keine Gegner, aber ich bin echt froh drüber. Die letzten Tage ging es ja hier zu wie auf Daumenschlacke. Erstmal eine Seite und dann machen wir die andere Seite. Dann müssen wir dann noch zumachen, aber das ja. Zack, 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 zack. Wieso denn? Ich war doch. Da hat man immer viel Zeit, würde gerne es noch fertig bauen heute, aber ich muss morgen früh raus. Noch anspruchsvoller als man gedacht hat. Okay, habe ich nichts mehr. Bam 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 bam. Okay. Coconut Cherry. Doch hier mal was hingeschmissen. Die Seite haben wir auch. Ich hatte doch hier so einen einzelnen hingeschmissen, ist er?
Nimm mal da. Wenn wir schon irgendwann verwertet haben, schätze ich mal. Na, Thomas, wie weit sind wir denn? Ja, wir haben jetzt hier den Außenarm. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen... Oh weh, dann musst du ja oben noch mal was draufsetzen, ne? Ja, ja. Eieieiei. Das wird schwierig, ja? Nee. Ja, schauen wir mal. Du wirst aber wahrscheinlich erst den oberen Bereich machen müssen, bevor du den Seitenarm machst, oder? Ja, genau, so habe ich es vor. Dass ich zuerst das oben drauf setze und dann... Ja. Weil sonst kommst du ja oben nicht mehr ran, ne? Hm. Wahrscheinlich. Ja, doch. Aber es glaubt sich, bleibt sich Kupfwerk sprungen. Also gut, hüpfen wir wie gesprungen. So, das ist so einer. Ja, ist nicht ganz so einfach, stimmt schon. Also es ist schon, man muss sich überlegen, wie man das anbringt oder was man zuerst macht. Ja. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt schon das Gerüst wieder bauen. Vor allem auch, es wird hoch. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich hier... Siehst du, rot? Mhm. Ich könnte jetzt den hier machen. Den nochmal wegnehmen. So machen. Kenne die Tricks schon vom alten Gebäude. Ja, ich weiß ja, du bist der alte Trickser. Eine alte Drecksau. Gehen auf alle Fälle hier hin. So, und jetzt ist dann... Sollte man doch den zweiten Arm bauen, dann kann man hier rüber gehen und das... Nee, das ist besser, man baut den zweiten Arm zuerst. Dann ist es einfacher. Weiß zwar nicht mehr genau, wie ich den gerade gebaut habe. Wie ich das nochmal gemacht? Weiß ich es nicht mehr.
Oh, voll tricky wieder. Wie viel Zeit haben wir? Die halbe Stunde ist schon wieder rum. Mist, ich würde es jetzt echt gern fertig bauen. Aber. Das war irgendwie so, gell? Den Arm mache ich noch fertig und dann gehe ich heia Popeye. Video eh schon überzogen. Aber das Gerüst, weil sonst fällt mir vielleicht morgen nicht mehr ein, wie es. Obwohl, morgen kann ich nicht, morgen Nachtschicht. Aber dann fällt es mir vielleicht nicht mehr ein, wie ich es gemacht habe. Ich hab's. Voll der Kletterwachs. Jo. Okay. Ich hab's geklickt. Hingekriegt. Was hast du denn jetzt? Ein Arm mache ich noch fertig und dann bin ich weg. Schnell. Wie viel Uhr haben wir's? Ah, wir haben noch ein paar Minuten. Aber keine Bäume mehr. Nein. In der Mitte könnte ich so eine Lampe reinmachen. Das schlage ich dann raus. Du meinst das Viereck in der Mitte offen lassen? Ja, da mache ich dann eine Lampe rein, damit es leuchtet. So die Mitte vom Kreuz, weißt du, wie ich meine? Ja, ja.
Naja, bin ich mal gespannt, wie du das oben draufsetzen willst. Ohne Probleme. Das Einfachste. Eher waren diese zwei Arme links und rechts. Das war eher das, dass man ein bisschen tricksen muss. Ja, das hast du jetzt mit links gemacht, hey. Mit Erfahrung. Naja. Eins weiter nach rechts und links wäre schon cooler gewesen, gell? Ja, aber es passt doch auch so. So, letzte zwei Baumstämme. Man muss sich auch mit kleinen Sachen zufrieden geben können. Ja, das sieht dann anders aus, wenn in der Mitte des Lochs geschlossen ist und ein kleines viereckiges Loch dann hier ist. Wird jetzt schon anders ausschauen, wenn die zwei Dinger da sind. Naja, dachte ich mir schon. Unten noch zumachen. Aber das Ding wird ja richtig hoch. Ja, es ist ja auch ein Kreuz, ne? Muss ja höher sein. Und dann von da oben dann mit dem Gleiter wegfliegen. Ne, den wollte ich eigentlich hier oben hin machen, da. Oder da. Oder auf die Seite. Nein, du baust nachdem, wenn das alles fertig ist, Inneneinrichtung und Fallen außen rundherum, dann baust du dir einen Gleitersprungturm. So, warte mal schnell, dann sind wir mit dem Video fertig. Danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Likes, Kommentare, macht ein Abo an. Wenn ihr das Abo habt, macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video. Und im Tschüss, der Johannes. Okay, ciao, ciao, habe die Ehre. Ciao, ciao.